Ja, für viele bringt Pfingsten aber auch endlich mal wieder Zeit, in den Büchern zu stöbern. Die über die alten Ägypter allerdings, die sollten Sie ab jetzt etwas skeptischer betrachten. Denn jener Forscher vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte werden da wohl einiges korrigieren müssen. Unter ihrer Federführung hat ein internationales Team jetzt geschafft, was nahezu unmöglich schien. Sie haben das Erbgut ägyptischer Mumien komplett entziffert. Immer wieder kamen Fremde nach Ägypten. Alexander der Große und die römischen Cäsaren schwangen sich zu Herrschern auf. Im Erbgut der Ägypter verewigten sie sich kaum. Ein internationales Wissenschaftlerteam hat erstmals das Genom ägyptischer Mumien komplett entschlüsselt. Die untersuchten Mumien stammen nicht aus den bekannten Königsgräbern, sondern von einem nahegelegenen Friedhof bei Abusir el-Melik. Dort wurden einfachere Menschen bestattet. Die Forscher nahmen Proben von 151 Mumien aus unterschiedlichen Zeiten. Die in Nature Communications veröffentlichten Ergebnisse lassen darauf schließen, wie die alten Ägypter ausgesehen haben könnten. Viele Menschen gingen davon aus, dass die alten Ägypter eventuell sogar schwarz waren oder dass die alten Ägypter typisch Afrikaner südlich der Sahara waren. Aber was wir eigentlich zeigen können, ist genau das Gegenteil. Die heutigen Ägypter sind mehr afrikanisch, als es die alten Ägypter waren. Und das ist eine große Überraschung, mit der viele eigentlich nicht gerechnet haben. Die Studie unter Federführung des Jenaer Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte und der Universität Tübingen brachte noch weitere Überraschungen. Das Erbgut der alten Ägypter blieb über 1300 Jahre lang nahezu unverändert. Genetisch waren die alten Ägypter am ehesten mit den Bewohnern des Nahen Ostens verwandt. Bei drei Mumien gelang es den Forschern sogar, das gesamte Erbgut zu sequenzieren. Zum Glück gibt es sehr viele Mumien außerhalb auch Ägyptens. Es gibt relativ viel Material, was im 19. Jahrhundert in die ganze Welt exportiert wurde, was man theoretisch jetzt untersuchen kann, um wirklich einen Überblick über die Verwandtschaftsverhältnisse dieser alten Ägypter zu bekommen. Die ägyptische Sammlung auf Schloss Friedenstein in Gotha. Sie zählte einst zu den bedeutendsten Sammlungen ihrer Art außerhalb Ägyptens. Mumifiziert wurden nicht nur die Herrscher, sondern auch Haustiere. Die Jenaer Wissenschaftler rekonstruieren mit modernster Gensequenzierungstechnologie altägyptische Geschichte. Wir haben das Prinzip jetzt erstmal bewiesen, dass es möglich ist, DNA aus alten Mumien zu erlangen, die auch verlässlich ist. Also die Ergebnisse sind jetzt wirklich verlässlich, wir können damit arbeiten. Das stößt natürlich die Tür auf, dass solche, sagen wir mal, berühmten Persönlichkeiten der Vorgeschichte dann auch etwas genauer untersucht werden können. So könnte bald mehr über die tatsächlichen Verwandtschaftsverhältnisse der Pharaonen ans Licht kommen.